Schäfer, 2:3 Heimpleite hier heute gegen Carl Zeiss Jena. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen? Ja, ich glaube, das Tor war ein bisschen wie zugenagelt heute auch wieder. Wir haben gute Aktionen rausgespielt, gehen 1-0 in Führung, machen dann halt einfach einen dummen Fehler, den wir nicht machen dürfen, sind dann halt 1-1. Aber ja, ich denke, dass wir es trotzdem gut gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Haben auch gleich wieder eine dicke Chance, wo Tschüler am langen Pfosten vorbeischießt. Und ja, dann müssen wir halt die Tore, die wir kriegen, müssen wir für besser verteidigen. Einmal fehlt uns jemand im Rückraum, einmal kriege ich den Ball schon raus, da fehlt auch im Rückraum irgendwie ein Ball, der vielleicht dann nochmal irgendwie abgefälscht ist, kriege ich nochmal vor die Füße und schaffe es nicht gescheit zu klären und spielen dem anderen genau wieder vor die Füße, der trifft den Ball nicht gescheit und dann geht er halt rein. Ne? Das war ja auch ein Spiel mit klaren Vorzeichen aufgrund der Negativserie von Jena und unserer positiven. Hat natürlich jeder gedacht, das muss ein Selbstläufer sein. Sag doch einmal für Außenstehende, warum es nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, wir reden nie vom Selbstläufer. Wir reden immer darüber, dass jedes Spiel in der dritten Liga schwierig ist und wir wussten auch heute, dass uns einiges an Kampf erwartet und ja, sind halt leider als Verlierer vom Platz gegangen. Zweimal nach der Auswärtskür, einmal begeisternd in Karlsruhe und jetzt auch einmal in Köln. Hat es darauf im folgenden Heimspiel jeweils nur für ein Unentschieden bzw. für eine Niederlage gereicht. Hast du dafür eine Erklärung? Nee, ich habe keine Erklärung. Ich glaube, wenn wir die Tore machen, dann gewinnen wir das Spiel. Dankeschön. Bitte.